jetzt kommen die Hero Turtles, super starke. Hallöchen. Ihr könnt ruhig laufen lassen, das Video ist jetzt nicht falsch. Seid so viel wie Entertainment, ich bin aber nicht der Marshall. Obwohl, ein Typ hat noch nie jemand gesehen, das heißt möglicherweise. Na, Blödsinn. Marshall hat keine Zeit, ich vertrete ihn. Und ich habe mir überlegt, was ein Film soll ich reviewen. Und er hat einmal auf irgendein Video von mir kommentiert, dass er die Teenage Mutant Ninja Turtles nicht kennt. Da haben wir gedacht, machen wir das einfach, oder? Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Den zweiten Teil, dazu gibt es schon ein Review vom Essence-Fan. Unbedingt anschauen, aber zuerst meins. The Turtles. Und zwar ist das der Film, der erste Realfilm, der 1990 rausgekommen ist. Regie geführt hat damals der Steve Barron, den kennt man weniger, der hat hauptsächlich Musikvideos gedreht, hat aber mit einem Film nach den Turtles noch einen riesen Erfolg gehabt, und zwar waren das die Coneheads. Aber steht schön drauf, ungeschnittene Fassung. Was wollen wir bei den Turtles groß schneiden, ist ein Kinderfilm? Ja, nicht ganz. Der erste Teil liegt noch ziemlich nah am Original, also an den Original-Comics, die relativ düster gehalten sind. So ist auch mehr oder weniger der Film, obwohl die Comic ja nicht so kurz kommt. Also es ist eine Mischung aus den Original-Comics und der lustigen 80er-Jahre-Serie, die alle normalen Menschen außer Marshall natürlich kennen sollten. Wo der Frank Zander das Titellied gesungen hat, bei uns zumindest. Der Film ist damals auf Video erschienen, bei uns geschnitten und hat dann die FSK 12 gekriegt, so wie es da hinten oben steht. Die UK-Version ist ab 16 ungeschnitten, da ist es dann ab 16 auf der Links. Wieso ist das jetzt so komisch, warum ist da drin ein FSK 16, hinten FSK 12? Zwar, das ist nur Bootleg. Das heißt, die deutsche DVD ist bei uns vom ersten Teil noch nie erschienen. Es gibt Teil 2 und Teil 3 zu kaufen, den dritten offiziell nicht. Wobei das jetzt ist keine minderwertige DVD. Das besser kann man es eigentlich nicht machen, weil es jetzt richtig auf den Markt kommen wird. Das ist die UK-DVD mit der deutschen Tonspur und alle geschnittenen Szenen sind eben dort drinnen, deswegen uncut und mit Englisch mit deutschen Untertiteln. Es sind nicht allzu viele Szenen. Jetzt solltet ihr denken, was soll man bei den Turtles rausschneiden? Ja, ich weiß nicht, wie das heutzutage noch in Deutschland so ist, aber zumindest war es damals so, ich glaube heute auch noch, dass es verboten ist, Nunchakus als Waffen zu Hause zu besitzen. Und nachdem da Michelangelo, wie alle wisst, mit Nunchakus kämpft, hat man so ziemlich jede Szene, in die man mit ihm sieht, entweder komplett rausgeschnitten oder so verändert, andere Einstellungen von der Szene genommen, dass man die Nunchakus nicht sieht. Ziemlich doof, meiner Meinung nach, weil man sieht Schwerter, man sieht Stöcke, man sieht die Teile vom Raphael, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Egal. Ja, was soll man machen? Da ist Uncut wieder alles drauf, eben mit den Untertiteln. Vertrieben hat das da, ich weiß nicht, die DVD wird nicht Canon rausgebracht haben, das waren die damals die Videokassetten rausgebracht haben. Also Hersteller unbekannt. Sonderausstattung haben wir die Trailer von allen vier Teilen, eben auch von dem 2007 erschienenen CGI Turtle Film und eben noch die Deleted Scenes extra noch einmal zum Anschauen. Es sind nicht so viele Komplett-Szenen, die rausgeschnitten worden sind, es sind nur zwei oder drei und die restlichen Szenen sind so verändert, dass man eben die Waffen nicht sieht. Der Turtles war damals ein ziemlich großer Kino-Hit, der rausgekommen ist, gerade für alle Fans der 80er-Jahr-Serie. War das echt genial, wie der rausgekommen ist. Ich glaube, ich war den zweiten im Kino anschauen, den ersten damals nicht. Da war ich nämlich erst 4 Jahre alt, egal. Obergeil. Es geht im Grunde darum, die Geschichte kurz erzählen. Es beginnt im Grunde mit der Begegnung der April O'Neil mit den Turtles, so der erste Kontakt. Und eine kurze Einleitung zum Shredder, der eben versucht, was er in Japan schon angefangen hat, jetzt in New York zu vollenden, und zwar den Food Clan aufzubauen und damit eben, ja, sag mal, New York zu übernehmen, auf gut Deutsch. Für den Food Clan, das sind eben die ganzen Ninjas, rekrutiert er sich seine Leute eigentlich von der Straße direkt runter. Er nimmt Jugendliche, die im Grunde keine Hoffnung mehr haben, keine Zukunft, die eher auf der Straße leben, die kein Ziel vor Augen haben. Die schickt er zuerst auf kleine Beutezüge, Handtaschenraub bei alten Damen, dann Einbrüche und so ein Blödsinn.
Und die besten lässt er dann zu Ninja ausbilden. Ja, und die Turtles kommen ihm halt da in die Quere. Und da geht es halt dann im Film darum: Turtles gegen Shredder. Der Shredder kidnappt den Splinter, den Meister der Turtles. Ja, das ist im Grunde die ganze Geschichte. Ich will jetzt nicht mehr dazu sagen. Ein paar so Kleinigkeiten noch. Es gibt in den alten Comics ein bisschen immer so einen Konflikt zwischen Raphael und Leonardo. Leonardo ist der Anführer der Turtles und der Raphael ist eben der engstirnige, dickköpfige, der alles auf seine Art machen will. Und da beginnt es bei dem Film schon ein bisschen mit dem Konflikt, dass der Raphael eben abhaut, weil er mit dem, was eben der Chef, der Leonardo, sagt, mit dem ist er nicht einverstanden. Und derselbe Konflikt geht dann auch im 2007er computergenerierten Film weiter. Also die hängen schon alle ein bisschen zusammen, so ist nicht. Die Masken der Turtles, die ganzen Kostüme, die stammen aus dem Hause Jim Henson, Erfinder der Muppets unter anderem und der Fraggles und dem ganzen Zeugs. Jim Henson ist kurz nachdem der Film rausgekommen ist, 1990 verstorben. Und deswegen sieht man auch am Anfang vom zweiten Teil In Memory of Jim Henson. Das heißt, ein bisschen eine Ehre für ihn. Und es kommt bei 2011, beginnt zumindest die Produktion vom fünften Film und das soll wieder Live-Action werden, so wie die ersten zwei. Und da freut sich natürlich die Fangemeinde irrsinnig drauf. Und ich würde sagen, lasst die Kostüme so wie es bei den ersten zwei Filmen waren. Das sind glaube ich die gleichen, beim dritten war es ein bisschen verändert, schaut ein bisschen dämlich aus. Besser kann man das nicht machen, Live-Action. Die schauen so genial aus, die Kostüme. Einfach super. Also es sind Menschen drunter. Und die Gesichter sind dann noch so mit Animatronics ausgestattet, dass man die Lippen bewegen kann und die Augen etc. so richtig geil gemacht. Ja, und noch was anderes, die Darsteller von den Turtles, die sind auch nicht ganz untätig gewesen nach den Filmen, also die in den Kostümen gesteckt sind. Zum Beispiel haben die Darsteller von Michelangelo und Donatello bei den Dinos mitgespielt. Und zwar war, ich glaube, der Michelangelo war unter der Charlene und der Donatello unter dem Robby, so irgendwie. Ja. Super Film, unbedingt anschauen. Also es ist keine Schande, ein Bootleg zu kaufen. Super Qualität von der UK-DVD runtergenommen, also nichts Schlechtes. Jetzt kann ich nur noch sagen, ich liebe es, eine Schildkröte zu sein und schaut euch den Originaltrailer an, während ich mit den Lieblingen aus meiner Kindheit ein bisschen spielen gehen. Und tschüss. Our family grows. The city itself will be our playground to use as we please. Rewarding ourselves and punishing our enemies. We've been looking for you, Miss O'Neill. There is a new enemy. Freaks of nature. Together, we will punish these creatures. What the heck was that? Looked like sort of a big turtle in a trench coat. A turtle!